Die Sitzung des Verteidigungsausschusses hier im Paul-Löbe-Haus des Bundestages ist zu Ende. Vor einer guten Viertelstunde hat die Ministerin und haben auch die Mitglieder und Obleute hier den Sitzungssaal verlassen. Und es gibt erste Ergebnisse. Und dieses erste Ergebnis heißt vor allem und in erster Linie, dass G36, das Standardgewehr der Bundeswehr, das sogenannte Sturmgewehr, hat keine Zukunft in der Bundeswehr. So hat es die Ministerin im Ausschuss formuliert und so hat sie es auch im Anschluss hier erläutert, als sie nach gut zwei Stunden Anhörung vor den Ausschussmitgliedern vor die Kameras und Mikrofone getreten ist. Und was sie da erläutert hat und wie sie es auch erläutert und begründet hat, auch was ihre Verantwortung, ihre spezielle bei der Beschaffung und dem Weiterkauf dieses Gewehres angeht, das hat sie hier vor wenigen Minuten erläutert. Und ich denke, wir schauen uns das jetzt mal in Ruhe an. Wir haben als Bundeswehr ein sehr hohes eigenes Interesse der Aufklärung. Und deshalb ist es gut, dass wir nach vielen unterschiedlichen Teilberichten, die verschiedene Ergebnisse hatten und zum Teil eben auch widersprüchliche Aussagen hatten, jetzt einen umfassenden Abschlussbericht haben, der eindeutig ist. Und den Schluss, den ich aus diesem Abschlussbericht ziehe, ist, dass das G36, so wie es heute konstruiert ist, keine Zukunft in der Bundeswehr hat. Wir werden jetzt mit Hochdruck unsere Energie darauf verwenden, dass wir eine gute Lösung für die Soldatinnen und Soldaten finden mit Blick auf das Sturmgewehr. Also wir haben jetzt offensichtlich eine funktionale Fähigkeitsforderung, das heißt eine Lücke, die gefüllt werden muss. Und da ist es üblich, dass man zwei Dinge macht, nämlich, und das werden wir jetzt auch mit Hochdruck tun, erstens klären, was brauchen wir, was wollen wir. Das sind nicht nur die Fragen der Präzision nach schussinduzierter Erwärmung oder der Präzision in unterschiedlichen Klimazonen, sondern auch zum Beispiel Staubverträglichkeit oder andere Themen müssen dann geklärt werden. Also was wollen wir von einem Gewehr, was erwarten wir von einem Gewehr? Das ist die erste Frage, die sich uns stellt. Die zweite Frage ist in der Tat die Priorisierung. Nämlich, dass wir sagen, wer braucht sofort einen Ersatz? Welche Gruppe von Soldatinnen und Soldaten, die Spezialkräfte kommen mir da sofort in den Kopf, und in welchen Einsatzgebieten und für welchen Auftrag muss mit Hochdruck eine Änderung herbeigeführt werden, beziehungsweise wo können wir uns etwas mehr Zeit lassen? Ich will damit sagen, in einigen Auftragslagen und bei einigen Soldatengruppen werden wir sofort ersetzen müssen. Aber ein gesamtes Ersetzen des Gewehres wird sicherlich nicht binnen Jahresfrist gehen, sondern wird eine längere Zeit dauern. Es hat ja sehr unterschiedliche Untersuchungen gegeben, die zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind, zum Teil widersprüchlichen Ergebnissen. Wir haben zum Beispiel eine Untersuchung gehabt, die sagte, das Problem liegt nicht beim Gewehr, sondern das Problem liegt bei der Munition. Der Abschlussbericht zeigt, dass das sogenannte Gesamtsystem ein Problem hat. Also sowohl das Gewehr hat ein Problem mit Präzisionsanforderungen, die es nicht erfüllt, nach schussinduzierter Erwärmung, also viel geschossen und dann Präzisionsverlust, beziehungsweise auch, wenn die Außentemperatur sich deutlich verändert, insbesondere zwischen 15 und 45 Grad, dann ist ein Präzisionsverlust da gleich vom ersten Schuss an. Was hier noch wichtig ist zu sehen, ist, dass mit unterschiedlicher Munition die Ergebnisse besser oder schlechter werden. Und man sieht also, dass sowohl die Waffe als auch die Frage der eingesetzten Munition, die Frage der Außentemperatur und die Frage, wie man die Waffe benutzt, diese vier Komponenten spielen eine Rolle. Meine Worte zeigen, dass der Abschlussbericht, der bewusst die streitenden Parteien an einen Tisch geholt hat, also die unterschiedlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse an einen Tisch geholt hat, uns das Vollbild jetzt zeigt. Und auf dieser Grundlage ist für mich der Schluss, dass das G36 in der heutigen Konstruktion keine Zukunft in der Bundeswehr hat, dass wir eine Fähigkeitslücke haben und dass wir jetzt mit Hochdruck an einem Ersatz arbeiten für die Soldatinnen und Soldaten. All diese Erkenntnisse sind mit Auslöser dazu gewesen. Und zwar, dass man widersprüchliche Vorlagen hatte, also widersprüchliche Benennung, wo das Problem der Waffe ist. All das ist Auslöser gewesen, dass wir im Sommer letzten Jahres gemeinsam mit dem Parlament diese große Untersuchung auf den Weg gebracht haben.
um ein klares Bild uns zu verschaffen. Denn das ist schon eine erhebliche Entscheidung, die jetzt auch getroffen wird, dass wir das Sturmgewehr G36, so wie es heute konstruiert ist, ersetzen müssen. Und deshalb braucht man auch eine fundierte Basis. Wir haben aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse Informationen gesammelt. Und das ist in der letzten Legislaturperiode so gewesen und in dieser Legislaturperiode. Und es ist richtig, dass wir gemeinsam uns bemühen, ein vollständiges Bild auch der Problematik zu bekommen. Denn man kann ja nicht ohne eine substanzielle Grundlage und Erkenntnis eine solche weitreichende Entscheidung fällen. Und deshalb ist es richtig gewesen, dass Thomas de Maizière in der letzten Legislaturperiode, weil viele Fragen noch offen für ihn waren, weitere Untersuchungen angefordert hat. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Da nimmt Bundesverteidigungsministerin von der Leyen ihren Vorgänger Thomas de Maizière ein wenig in Schutz, geht aber zugleich in die Offensive, indem sie sagt, dieses G36, dieses Sturmgewehr, das Standardgewehr der Bundeswehr, hat keine Zukunft in eben dieser Bundeswehr, zumindest nicht. Auch so hat sie es ja formuliert in seiner jetzigen Form, in seiner jetzigen Ausgestaltung. Das wiederum bedeutet, dass manche Truppenteile sehr schnell einen Ersatz brauchen. Und das gilt unter anderem dann für die Bundeswehrsoldaten, die sich im Ausland aufhalten, die bei Auslandseinsätzen sind, denn da ist das Risiko durch ein nicht funktionierendes Gewehr natürlich am größten. Ansonsten, das haben wir auch gehört, sieht sie sich in keinerlei Verantwortung, beziehungsweise sagt sie, habe sie alles nach bestem Wissen und Gewissen geprüft, was an Informationen da war. Das sieht die Opposition, das sieht insbesondere Jan van Aken aus der Linksfraktion gänzlich anders. Das war jetzt so viel, deswegen habe ich jetzt ein paar Informationen erstmal vorweg, was da gesagt worden ist und aus meiner Sicht nicht gesagt worden ist. Das erste Spannende ist, dass hier zum ersten Mal gesagt worden ist, formal die Informationen über Probleme beim G36 tauchten zum ersten Mal im Jahre 2010 auf. 2010 fing alles an. Dann hat der Staatssekretär eine lange Chronik vorgelesen, wo klar war, jedes Mal, wenn so ein Mängelbericht im Verteidigungsministerium ankam, hat der dann jeweils zuständige Minister gesagt, das müssen wir weiter untersuchen. Dann ergab die Untersuchung Probleme mit dem G36, dann war die nächste Entscheidung, wir müssen das weiter untersuchen. Und genau so hat auch Frau von der Leyen agiert. Tatsächlich ist es so, und das ist auch eine neue Information, wurde gerade gesagt, schon im November, am 18. November 2013, ist der erste Entwurf des Bundesrechnungshofberichtes im Ministerium aufgeschlagen. Frau von der Leyen ist schon im Januar über das G36 informiert worden und spätestens am 14. Februar 2014 ist ihr Staatssekretär über diesen desaströsen Bericht des Bundesrechnungshofes informiert worden. Auch sie hat die gleiche Masche wie ihre beiden Vorgänger gemacht. Erstmal abwarten, dann eine neue Untersuchung in Auftrag gegeben. Auch da wurde ein Jahr verloren. Aber das sind erstmal die Abläufe. Was ganz interessant ist aus meiner Sicht, ist speziell der November 2013. Wie gesagt, am 11. November 2013 schickt der Bundesrechnungshof einen Bericht ab, der katastrophal für das G36 ist. Am 18. November kommt er offiziell im Verteidigungsministerium an und zwei Tage später, am 20. November 2013, bestellt das Verteidigungsministerium noch über 3000 G36-Gewehre. Ich frage mich tatsächlich, warum man denn nicht angesichts dieses Bundesrechnungshofberichtes, angesichts der vielen Fragen, die man hat, da nicht einmal kurz die Reißleine gezogen hat. Da ist offenbar sehr viel schiefgelaufen. Die sind mittlerweile gekauft, das Geld ist weg. Noch zu den Konsequenzen. Eine Information wurde ausdrücklich gesagt, Schadensersatzforderung kann man komplett vergessen, denn die Gewehre, auch selbst wenn sie heute vom Ministerium als mangelhaft bewertet werden würden, entsprechen den Lieferbedingungen. Das heißt, das, was damals 1996 gefordert worden ist, das ist auch erfüllt worden. Da ist halt damals ein schlechter Vertrag abgeschlossen worden. Es gibt überhaupt keine Möglichkeiten nach heutigem Stand, Heckler und Koch in irgendeiner Form zu belangen für Schadensersatz. Genauso wenig, auch nach heutigem Stand, sagte der Staatssekretär, könnten Soldaten möglicherweise jetzt Schadensersatzklagen an das Ministerium oder an die Bundesregierung stellen, weil sie möglicherweise mit schlechtem Material in den Krieg geschickt worden sind. Also Schadensersatz von allen Seiten gegenüber allen Seiten wurden ausgeschlossen. Und die letzte konkrete Information war, Frau von der Leyen hat dort zweimal gesagt, es gibt für das G36 in dieser Form keine Zukunft. Sie hat nicht ausgeschlossen, auch auf Nachfrage, dass es möglicherweise in veränderter Form tatsächlich eine Zukunft für das G36 gibt. Und sie hat sich auch ganz bewusst nicht festgelegt auf mehrfache Nachfragen, ob es nun jetzt einen Beschaffungsstopp für das G36 weitergeben wird oder nicht. Das heißt, aus meiner Sicht ist es im Moment noch offen, ob nicht morgen schon wieder eine neue Bestellung für das G36 rausgeht, wenn der Druck von wem auch immer groß genug ist.
Jan van Aken für die Linksfraktion, gänzlich nicht einverstanden mit den Ausführungen von Ursula von der Leyen. Da verlangt die Opposition weiter Aufklärung. Und auch die SPD-Fraktion hat ja schon über ihren Obmann Rainer Arnold angedeutet, dass die Opposition vielleicht einen Untersuchungsausschuss verlangen könnte. Das könnte kommen, das wird sich in den nächsten Tagen erweisen. Das heißt, das Thema G36 bleibt ein Thema und wir werden uns bei passender Gelegenheit auch wieder dazu melden. Einstweilen zurück zu Klaus Weidmann in Bonn.